Willkommen auf meinem Kanal, ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Guess what? Ich habe jetzt ganz viel Zeit, mich künstlerisch auszuprobieren und heute gibt es etwas, was ihr noch nie zuvor auf meinem Kanal gesehen habt. Brandneu, wir bemalen eine Jacke. Yay! Ich weiß. Okay, Klamotten bemalen und Jacken bemalen hatten wir jetzt hier schon ein paar Mal. Aber ich plane 2 Videos in der Zukunft, die nichts mit Klamotten bemalen zu tun haben. Also stay with me hier. Und heute soll es um diese Marvel-Jacke gehen, die ich gemacht habe. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemalt habe, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ganz wichtig, bleibt gesund. Wie immer gibt es vorab Inspirationsbilder und Entwürfe. Und weil ich eine ganz schlechte Handschrift habe, bearbeite ich mir die Schrift per Computer. Da mein Drucker nur DIN A4 ausdrucken kann und das ein bisschen zu klein war, musste ich experimentieren. Und wichtig ist, wenn ihr das jetzt zum Beispiel im Querformat habt, dass ihr darauf achtet, dass beide Schnipsel quasi die gleiche Höhe haben und dann könnt ihr sie so übereinander legen. Dann die Buchstaben ausschneiden, hinlegen und abpausen. Das mache ich jetzt wie immer mit meinem Textilmarker. Ich hatte mir extra einen weißen Kreidestift gekauft, extra für Klamotten. Und damit funktioniert das gar nicht. Ich habe mich so geärgert, ich habe gedacht, das wird so gut. Aber nein, also wieder der Textilmarker. Ich benutze wie immer Acrylfarbe und mische sie im 1:1 Verhältnis mit Textilmedium. Das ist optional, müsst ihr nicht machen, aber ich mache das immer ganz gerne für die erste Schicht, weil das eben hilft, der Acrylfarbe besser zu sitzen auf den Klamotten. Wow, okay. Und dann einfach weiß ausmalen. Ihr kennt es, wenn ihr meine anderen Videos gesehen habt. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig, aber ich muss das halt machen und ich finde das Motiv cool. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Leider gab es da Probleme mit dem Videomaterial. Ich habe euch eigentlich noch gezeigt, wie ich den Tor auf das M gemalt habe, aber irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ihr seht's ja. Also, als das M trocken war, habe ich mit einem roten Stift den Tor drauf gemalt und das Ganze male ich jetzt aus. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das Ganze wieder ein Auftrag. Und zwar ist die Idee von meiner Freundin Marlena. Credits sind raus an der Stelle. Sie war sogar so lieb und hat die Entwürfe bearbeitet und mir die ganzen Bilder geschickt und hat mir damit auf jeden Fall Arbeit erspart. Also danke dafür. Ich würde euch wirklich gerne mehr Maltipps zu diesen Sachen geben. Und ich habe das Gefühl, ich sage zu oft in meinen Videos, dass ich planlos an die Sache rangehe. Aber es ist nun mal so. Die meisten Aufträge, die ich kriege, sind Motive oder Sachen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und deswegen halte ich mich immer sehr stark an den Originalfotos. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich nicht so ins Detail gegangen bin, besonders jetzt hier bei dem A. Wenn man sich das Originalbild anguckt, sind das eigentlich alles so Formen und da gibt es noch mehr Lichtreflexe und sowas alles. Also es ist ein sehr komplexes Motiv und dadurch, dass es so klein ist, habe ich das wirklich sehr vereinfacht. Was ich hier mache bei dem R ist ganz, ganz böse. Sowas taucht immer bei den Anfängerfehler-Videos auf. Und ich weiß es, es tut mir leid. Ihr solltet nicht und auf gar keinen Fall Farben mit Schwarz verdunkeln. Ganz großes No-Go. Das sieht nämlich meistens auch immer scheiße aus. Es gibt wirklich viele Bilder, die euch zeigen, wie ihr die Farben richtig mischt. Und ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich faul bin und dachte, bei der Größe des Motives ist es nicht so gravierend. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Künstlern, die sich das angucken und sich gerade denken, Alter, was macht sie da? Ich weiß das, okay? Und ich würde sowas auch nie in größeren Bildern machen und falls es euch beruhigt, normalerweise male ich mit Bleistift. Und damit ich auch meinen Bildungsauftrag erfülle, hier 2 Bilder, die euch zeigen, wie es richtig geht. Okay, weiter mit dem Video. Mir fällt auf, dass ich schon öfter in meinen Videos jetzt gesagt habe, dass ich die Dinge falsch mache. Vielleicht sollte ich meine Videos überdenken. Wenn ihr mal ein richtiges Tutorial sehen wollt, wo ich mich auch halbwegs auskenne in den Dingen, die ich tue, dann lasst es mich mal wissen. Bei Spider-Man ist mir leider viel Videomaterial verloren gegangen, weil der Akku dann leer war und dann ist es ausgegangen und das komplette Video hat sich gelöscht. Das finde ich total schade, weil ich finde, dass Spider-Man mir eigentlich ganz gut gelungen ist. Boah, Leute, ne? Die nächsten 2 Buchstaben, die hauen's raus. Die retten die komplette Jacke. Ich bin von Buchstabe zu Buchstabe besser und routinierter geworden. Und Iron Man ist, wie ich finde, mir wirklich gut gelungen. Obwohl ich denselben Fehler gemacht habe, vor dem ich euch gewarnt habe, aber wenn ihr zum Anfang des Videos scrollt und euch das Tattoo anguckt, das sieht da so ähnlich aus und ich finde dadurch, dass es so metallisch wirken soll, so ein bisschen kalt und hart, finde ich das vollkommen okay. Und das sind auf jeden Fall meine 2 Lieblingsbuchstaben. Was meint ihr?
Zum Schluss würde ich gerne noch ein Zitat von meiner Freundin loswerden. Sie hat die Jacke natürlich schon gesehen und sie hat gesagt, ich zitiere, wow, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird. Wirklich nicht. Vielen Dank für dein Vertrauen in mich. Das rührt mich wirklich sehr. Ich hoffe, dass du dieses Video hier guckst, aber ich denke mal, dass du das tust. Also, danke. Spaß beiseite, sie unterstützt mich wirklich wie so viele andere in meinem Leben. Vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Das war's mit dem Video und bis zum nächsten Mal.